Habe ich gerade schon ein ganzes Intro ohne Ton gedreht? Hab ich. Die Mikrosituation sieht bei mir nie so richtig gut aus. Meine scheiß Haare im Weg. Wir sind jetzt mit Leben, ne? Eigentlich habe ich zwei Zöpfe. Ist ja nicht so, dass ich diese Frisur eh schon sehr komisch fand. Vielleicht mache ich auch einfach die Haare hoch. Was ist das jetzt für eine Frisur? I hate it. Immer wenn ich vorm Spiegel mir eine Frisur überlege, dann gucke ich mich danach in der Kamera an und denke so, oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Ich habe mich heute in ganz pink angezogen. Das hat einen ganz speziellen Grund. Und zwar packen wir heute den Katjes Adventskalender aus. Und das, meine Damen und Herren, ist ein Riesenteil. Im Vergleich, also zu mir, ne? Ich bin ein Mensch. Yeah, no shit, Sherlock. Mittelgroßer Mensch. Boah. Der ist schwer, der ist groß und vor allem habt ihr den so oft nachgefragt. Ich hatte den noch nie in Betracht gezogen. Deutsche Sprache schwer. Was willst du? Bist du kaputt in deinem Kopf? Aber warum nicht? Wie schmeckt's? So schmeckt vegan. Katjes ist mittlerweile für mich Top 1 bei Fruchtgummis, so mit Hitchis zusammen. Haribos waren es früher, aber ich finde, die vegane Auswahl ist hier viel größer, natürlich. Also Katjes ist ja absoluter Vorreiter gewesen. Wir Vegetarier sollen den Tieren das Essen wegessen? Und ich hätte aber jetzt nicht, also ich habe irgendwie nie daran gedacht, den wirklich mal ernsthaft auszutesten. Aber vielleicht ist da ja was Besonderes drin. 44,90 kostet der und damit kann man schon sagen, das ist einer der günstigeren. Ne? Im Adventskalender-Game sind wir ja mittlerweile bei normal so 100 Euro, 80 Euro, sogar 140 Euro. Und da muss man sagen, mit 44,90 Euro hat man sich einen sehr günstigen Adventskalender geholt. Das ist quasi das Äquivalent zu dem 1 Euro Aldi-Schokoladen-Adventskalender von früher. Unter 44,90 Euro. Excuse me. Wir haben 2023. Ja, ey, und ich sag's ehrlich, ich hatte vor 2 Stunden, 3 Stunden Mittagessen und hab jetzt Bock auf einen kleinen Snacko, so kurz vorm Abendessen. Und warum nicht einfach 24 mal Süßigkeiten sich reinpfeifen? Das ist halt mal einer wieder dieser Tage, wo ich meinen Job extrem liebe. Wir fangen an mit Türchen Nummer 1. Oh, 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 und bevor ich es vergesse, dieses Video ist nicht gesponsert und jetzt alle, dieses Video ist nicht gesponsert. Aber Katjes, hit me up. Ich werde euer Katjes Girl. Falls ihr Katjes Girl braucht. Es wäre lustig, wenn ich mal irgendwann einfach nicht bei Nummer 1 anfange. Wir fangen an mit Türchen Nummer 1. Ich glaube, es passiert einfach das, was ich vermutet habe. Nummer 1. Werden da jetzt einfach Full-Size-Gummiprodukte drin sein? Cherries? Cherries Mix. Cherries Mix. Wer ist Cherry? Cheerios. Cherries. Der Cheerios Mix. Denn Frauen, die Heroes sind, sind Cheerios. Die sehen aus wie die Fledermäuse von Haribo. Sind das Frauen mit männertypischen Berufen? Oder also hier haben wir eine Frau mit einem, wie heißt das? Ja, mit so einem Werkzeug. Ein cooler Shiro. Ich bin auch ein Shiro. Lecker. Ich will wirklich aufpassen, nicht so doll zu schmatzen, aber es tut mir leid, falls das mal passiert. You rock! Ja, lecker. Das sind diese festeren Gummis. 99 Cent kosten die Shiros. Stellt ihr sowas wie Katjes auch online? Das ist für mich so ein absolutes Supermarktprodukt. Nummer 2. Das hat jetzt alles aber auch gar nicht so ein weihnachtliches Thema, ne? Das ist hier einfach, das Video ist einfach, ich probiere Katjes Süßigkeiten. Das sind einfach Full-Size Katjes Produkte und wahrscheinlich habe ich hier am Ende das Katjes Regal zu Hause stehen. Die Wunderland Rainbow Edition, alles so in Einhorn. So, wenn das jetzt auch 99 Cent kostet, dann wissen wir ja, wo das hingeht, ne? Die Wunderland Edition gibt es in Sauer, Party Wunderland, Wunderland Rainbow und die Pink Edition. Ja, 1 Euro. Ihr habt die leise Vermutung, dass ich einfach 24 1-Euro-Produkte hier drin habe, die 24 Euro wert sind, aber dafür 44,90 € bezahlt habe. Ich meine, dafür sind sie in einem pinken schönen Karton, aber ja. Ich probiere jetzt nicht jede, oder? Also, weil wenn ihr die seht, dann wisst ihr doch auch, wie die schmecken. Nummer 3. Man muss schon ein sehr großer Katjes-Fan sein und wirklich jedes Katjes-Produkt mögen. Katzenpfoten. Ich mache da jetzt 99 Cent. Ich glaube nicht, dass das irgendwie anders kosten wird. Nummer 4. Schon 1000 Mal gegessen. 1000 Mal ist nichts passiert. Aber immer noch super. Die Freddy Ferkel. Also damit hat meine Liebe zu Katjes begonnen. Dieses Video ist wirklich nicht gesponsert. Bitte, glaubt's mir. Klassiker. Klassiker auf dem Schulhof. Wir machen mal einfach weiter. Ich bin mal gespannt. Das habt ihr mir eingebrockt. Salzige Heringe. Ich finde die nicht grundsätzlich eklig oder schlecht, aber dafür muss ich so richtig in der Mut sein. Und ich weiß nicht, was das für eine Mut ist, aber das muss so richtig, man muss so richtig Bock drauf haben. Jetzt ist gerade nicht der Zeitpunkt. Ich habe jetzt schon so einen Berg Katjes-Tüten hier. So, Nikolaus. Was bekommen wir denn an Nikolaus bei diesem weihnachtlichen Adventskalender? Ich kann es kaum erwarten.
Okay. You got my attention. Also, ich bin jetzt gerade wirklich überrascht. 100% Alpaka-Wolle made in Nepal. I love it. Oh. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass ich ein kleiner Alpaka-Fan bin. Oh. Und das als Schlüsselanhänger. Es ist so klasse! Ich meine, wie kann man es nicht lieben, ne? Seid ehrlich. Es ist riesig. Aber es ist aus Alpaka-Wolle. Und es ist aus Nepal. Ich find's gut. Und das ist Nikolaustürchen für mich. Meine Stimmung hat sich gedreht. Ich bin jetzt gespannt. Nummer 7. Das Partywunderland. Yay! Tropenfrüchte. Die kenne ich tatsächlich noch nicht. Frag mich jetzt, ob die schmecken wie die Tropicals von Haribo. Was soll denn das bitte für eine Tropenfrucht sein? Das ist doch keine Frucht. Das ist, also, steht da was drauf? Exotic vielleicht? Ah ja, Exotic. Ach, da stehen einfach nur die Worte drauf, was es für ein Geschmack ist? Und dann nicht mehr so ganz deutlich. Kiwi. Krass. Der Geschmack ist jetzt nicht so wow, aber die Konsistenz ist für vegan echt gut. Wenn man aus dem Bioladen so vegane Gummibärchen holen möchte, dann ja, ist das irgendwie immer nicht so überzeugend. So, Türchen Nummer 9. Katjes, die kennen mich. Die haben da was Gutes eingepackt. Nein, Grünohrbeeren. Ich muss bei diese Grünohrhasen und jetzt auch bei Grünohrbeeren, ich muss da immer an keine Ohrhasen denken. An diesen Film mit Til Schweiger. SMS sind auch verboten! Kein Ohrhasen. Dafür, dass der Grünohrhase total cute und cool ist, ist das hier ein bisschen vom Look so. Aber sage ich, super lecker. Aber das Ohr ist nicht grün. Die sind ein bisschen fester. Aber die kann ich noch nicht, deswegen wollte ich sie auch mal probieren. Nummer 10. Ein absoluter Klassiker aus dem Supermarktregal. Die Glücksgefühle von Katjes. Also eine Sache hat Haribo, finde ich, ein bisschen besser als Katjes. Ich habe das Gefühl, Katjes verkauft das gleiche Fruchtgummi einfach nur in verschiedene Formen und nicht mal krass anderen Geschmack, für mein Erachten. Bei Haribo hat man ein bisschen mehr so, oh, das sind lange Schnüre und das sind Picoballa mit irgendwas gefüllt und das ist so. Und also jedes ist irgendwie so ganz neu erfunden, wenn ihr wisst, was ich meine. Nummer 11. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich flipp aus. Katjes vegan Schokolade. Rainbow Crunch. Ach so, das stimmt. Das ist deren Schokolade. Warum auch immer. Die wollen bestimmt den veganen Süßigkeitenmarkt erobern. Da steckt viel Geld drin. I like money! Ein toller Look für diese Schokolade und die Streusel geben ein total buntes, schönes, leichtes Gefühl. Da probieren wir doch jetzt mal glatt mal ein Stück. Vegane Schokolade ist sehr schwer. Positiv, es ist mal was anderes mit diesem Streusel da drin, dass du so was knackig Crunchiges hast. Und vom Look ist sie sehr, sehr schön. Aber ich hätte gerne mehr so dieses weiße Schokolade-Geschmack. Aber ich kann ja auch keine weiße Schokolade mehr essen. Dann kriege ich Blähungen. Was kostest du denn? 1,79 €. Ich finde aber, die hätte ein bisschen früher kommen können. Ich höre aber auf, mich zu beschweren. Nummer 12. Wow! Ihr könnt es nicht glauben. Also wenn ich euch das jetzt zeige, dann seid ihr so, okay, seid ihr bereit für das Gefühl? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Boah, das ist so crazy. Das ist für mich so 90er. Das ist so für mich meine Kindheit. Meine Eltern haben das oder meine Schwester mit meiner Mama hat das immer geguckt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Durch Liebe und Schmerz wird in guten und in schlechten Zeiten dein Schicksal bestimmt. Mmm, love that. It's giving Schlumpf. Sehr lecker. Wie iconic ist das denn bitte? Ich flip aus. Es ist Zeit für die andere Seite. Ich weiß nicht, ob es die Nostalgie ist, aber gute Zeiten, schlechte Zeiten. 13. Wow, Fred in Party Fred. 14. Was gibt's denn nicht als Katjes? Da muss man aber aufpassen, da denkt man, das sind Hundeleckerlis. Martin Rütter. Hundies. Können wir nicht so eine YouTube-Edition kriegen? Okay, es riecht nach Schokolade, nach Lakritze. Oh. Ja gut, Katjes, ihr habt mich damit. Hey, die sind ja richtig cool. Der Dackel, I can't. 10 von 10. Geschmack lecker. Mag dieses leicht schokoladige, lakritzige. Martin Rütter. Ich glaub's nicht. Ist das jetzt dieser USP von Katjes, dass sie so völlig verrückte Sorten machen? 15. Oh, das ist eine ganz normale, langweilige Sorte. Die kennen wir doch schon. Wunderland in Pink.
16. Geschmacklich absolute Favoriten. Die sind auch tipptopp. So wie die Pandas schmecken ein bisschen die Martin-Rütter-Hunde. Lecky Schmecky. Nummer 17. Ich komme mit diesem Adventskalender so in Weihnachtsstimmung. Weihnachtsmann. Strange Love Strawberry Chocolate. Die mache ich jetzt mal nicht auf. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie sie schmeckt. Die packe ich lieber in die Verlosungsbox. Kann sich jemand drüber freuen. In der Nummer 18 befindet sich, nochmal Wunderland Sauer. Die hatte ich noch nie probiert. Die Wunderland Sauer. Ein gelbes Herz für euch, weil ich es euch so lieb habe. Da geht noch ein bisschen mehr sauer. Meint ihr, es gibt eine Weihnachtsedition als am 24.? Ich hoffe es ja, ne? Katjes Kinder? Oh mein Gott, ist das die Original Katjes? Waren das mal Lakritz? Cat? Katze? Katjes? Katze? Holländisch. Kat. Und was heißt Katjes? Kätzchen! Gefragt, gejagt, Superbrain! Sind aber ganz hart. Ich habe keinen Bock auf Lakritz, das wird mir gerade nicht schmecken. Da sind sie, die Grünohrhasen. 21! Cool, frisch, jung, Katjes Pop. Die kenne ich nicht. Auf Pop-Art angelehnte Gummibärchen. Guck mal, wie cool die sind. Wow, wow, wow. Lecker. Ich sollte nicht immer zwei essen. Eins reicht. Es fühlt sich hier an wie so ein Wine-Tasting, nur mit Katjes. Das ist ein Schmackofatz. 22. Was wird da drin sein? Katjes. Feel good. Hier seht ihr das Gummibärchen, was genau diese Frau hier symbolisiert. 23. Oh. Happy New Year, Sweet Xmas, Peace, Love. Das ist doch mal eine Christmas Edition. Hier kannst du einen Namen draufschreiben und es dann jemanden zu Weihnachten schenken. Ich finde, Katjes ist das beste Weihnachtsgeschenk, was man kriegen kann. Das ist doch einfach nur die Peace Edition, oder? Warum steht denn da Xmas? Das sind alles nur Friedenssymbole. Also klar wünscht man sich an Weihnachten Frieden. Also es ist keine Weihnachts-Edition auf gar keinen Fall. Das ist die Love-Peace-Edition mit ein bisschen Xmas-Thema drauf gedruckt. So, die 24. Das letzte Türchen. Es ist Weihnachten. Du hast dich in den letzten 24 Tagen nur von Katjes ernährt. Deine Eltern haben vielleicht schon mit dir das Gespräch gesucht, gefragt, ob du nicht vielleicht mal was anderes essen möchtest. Du hast gesagt, nein, ich liebe Katjes, denn das heißt Kätzchen. Und ich liebe auch Katzen. Und jetzt machst du das 24. Türchen auf. Gibt's noch ein Lama? Ich meine Alpaka. Oh Gott, ich dachte schon, es ist ein Beutel. Es ist ein Beutel. Es ist ein Beutel mit Reißverschluss. Was ist das? Green Circle, gut, es ist sehr gut hergestellt. Muss man sich manchmal fragen, ne? 100% recycelt? Okay, ja gut. Das ist kein Weihnachts-Adventskalender. Also auch vom Design, ich meine, hier ist ein cutes Lama, was über den Kopf hängt oder ein Alpaka. Das hat nichts mit Weihnachten zu tun. Aber muss es ja auch nicht. Also ich bin zum Beispiel persönlich jemand, ich brauche das. Das muss Weihnachten schreien. Aber für jemanden, der vielleicht auch einen Kalender haben möchte und aber nicht so ein Weihnachtsfreak ist, für den ist das ja auch völlig in Ordnung. Ich muss jetzt einmal nachzählen. Also wir haben 20 Katjes-Packungen, 20 Euro. Und dann noch zweimal die Schokolade, 1,79. Dann sind wir bei 23,58 Euro. Plus das hier. Das heißt, man bezahlt dafür 21 Euro. Weiß ich nicht, muss das? Ich meine, der ist cool. Der ist aber also sehr einfach. Also das ist jetzt hier nichts Kompliziertes. Ja, das würde ich jetzt zum Beispiel für irgendwas zum Aufbewahren benutzen. Aber ich wäre jetzt, glaube ich, also das ist schon cute. Aber ich werde jetzt nicht damit obsess, so, oh, das ist mein neuer Beutel. Ich liebe meinen neuen Beutel mit Reißverschluss. Das Ding ist, finde ich, sehr, sehr süß. Das Ding ist, das kommt ja halt aus Nepal. Deswegen ist das nicht so ein Produkt, was jetzt hier in China für 20 Cent produziert wurde. Das ist wahrscheinlich, hieß das vielleicht sogar sowas wie Handarbeit oder so. Also ich glaube, wenn du oder einer deiner Freunde ein riesen Katjes-Fan ist, dann ist das ein super Adventskalender, weil dann hast du ins Schwarze getroffen. Wobei man ja auch sagen muss, man mag ja bestimmt nicht alle Sorten. Man hat dann aber alle Sorten. Also man könnte halt auch einfach die Lieblingssorten kaufen und dann 24 Türchen reinpacken und dann bezahlst du 24 Euro. Aber dafür kriegst du halt das nicht. Das hat halt mein Herz erobert, weil es ein Alpaka ist. Ja, der ist schon sehr süß. Trotzdem ist es ein bisschen shady. Andererseits kostet es natürlich auch, so ein Ding zu verpacken. Ich habe aber schon irgendwie gedacht, dass Katjes da so einen oben drauf packt. Aber bestimmt kostet dieses Ding alleine 15 Euro. Davon gehen wir jetzt mal aus. Es geht hier ja aber am Ende auch ein bisschen um meine Meinung und ich sage, nö. Also ich würde jetzt den nicht krass empfehlen. Ich finde den aber tierisch süß. Ja. Das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und nächstes Mal will ich irgendwas mit mehr Weihnachtsstimmung haben.